Mit Katastrophen in ihren Gewässern kennen sich die Fischer von Venice aus. Gerade erst haben sie sich von den Folgen des Hurricanes Katrina von vor 5 Jahren erholt. Da droht der Küste des US-Bundesstaats Louisiana noch Schlimmeres. Das Öl aus der gesunkenen Bohrinsel im Golf von Mexiko gefährdet ihre Existenz. Fishing's great after a hurricane. Nach einem Hurrikan ist Fischen kein Problem, aber wie lange wird es dauern, das Marschland von Tausenden und Abertausenden Litern Öl zu säubern? Das ist gerade jetzt, während der Brutzeit der Fische, besonders kritisch. Die Fische legen ihre Eier ab und wenn die mit Öl verseucht werden, wird es im nächsten Jahr gar keinen Fisch geben. Roy, der Kapitän eines Charterboots, kann mit dem heutigen Fang zufrieden sein. Aber der Geruch von Öl über dem Wasser ist für ihn ein Zeichen, dass es für lange Zeit sein letzter Fang gewesen sein könnte. Düstere Aussichten an diesem Hafen, etwa 2,5 Fahrstunden südlich von New Orleans. Morgen wird wahrscheinlich keiner mehr rausfahren. Sie werden alles dicht machen und dann wird hier keiner mehr Arbeit haben. Nach einer Explosion ist die Bohrinsel Deepwater Horizon im Golf von Mexiko gesunken. 50 Kilometer schwimmende Barrieren können nicht verhindern, dass das Öl an Land getrieben wird. Der Versuch, die Austrittsstelle am Meeresgrund mit Meeresrobotern zu schließen, war bislang ebenso vergeblich wie das kontrollierte Abfackeln des Ölteppichs. Mehrere Schutzgebiete in Louisiana und Mississippi sind von der heranschwappenden klebrigen Masse bedroht. Mit allen Mitteln versuchen die Behörden zu retten, was noch zu retten ist, von den hochempfindlichen Feuchtgebieten in den US-Südstaaten.